Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 12. Mai 2018? Sonne befindet sich immer noch in Tierkreiszeichen Stier. Natürlich bedeutet das etwas für die Stiergeborenen. Die Wahrheitssuche oder etwas ins Licht zu bringen. Die Bedürfnis sehen und gesehen werden. Und tatsächlich werden die Stiergeborenen gerade wahrgenommen. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion und das bedeutet auch etwas für die Skorpiongeborenen. Die Bedürfnis nach materieller Sicherheit, die Naturverbundenheit und das Körper. Mehr Bewegung oder Sport oder Ernährung auf die Figur, auf die Gesundheit, auf die Körper achten. Mond hat eine abnehmende Mondphase, es nähert sich zu Neumond und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen wieder. Es entsteht eine Spannung zwischen Mond und Saturn und Saturn ist rückläufig zurzeit, das heißt, alte Themen kommen hoch und das fühlt man auch und so entsteht eine gewisse innere Zerrissenheit oder Angst oder Zweifel. Es spüren nicht nur die Wiedergeborenen und die Stiergeborenen, sondern durch die Mondkraft ist bei uns allen spürbar diese Spannung. Merkur, der Planet der Kommunikation und Handlungen, steht in Verbindung zum Uranus in der Kreiszeichen Widder, aber ist unsichtbar im Himmel. Merkur kann man zurzeit nicht beobachtet werden. Das hat natürlich auch eine Bedeutung. Die Gespräche sind nicht greifbar. Es sind geheime Gespräche. Es wird etwas verschwiegen. Kann auch bedeuten, dass wir sollen gerade schweigen. Vor allem Merkur und Uranus, die wirken zusammen und Uranus hat einen Einfluss auf unserem Nervensystem, weil Uranus heißt astromedizinisch beherrscht unserem Nervensystem. Also unserem Nervensystem ist jetzt gerade anfällig auf Streit oder Unruhe, vor allem dass es ein Einfluss kommt von Mars. Und Mars steht in Verbindung zum Merkur und auch Uranus und entsteht heute eine Spannung. Mars kann auch eine aggressive Handlung bedeuten. Kann auch heißen, dass es besser gerade schweigen, nichts sagen, kein Feuer, kein Öl ins Feuer gießen, weil das erzeugt, dass das noch mehr Nervosität kommt, noch mehr aggressive Stimmung kommt und das führt zum Streit. Also die Spannung ist da und es löst die Nachrichten, die Gespräche, die Kommunikation aus und eine gewisse Aggression von Mars. Und wie gehen wir damit um? Der heutige Tag ist wichtig, trotzdem, dass unsere Wünsche wir umsetzen im Tat, im Realität, weil die Möglichkeiten sind da. Aber wir sollen auf die Gespräche achten. Und es kommt nicht umsonst, sondern hier haben wir eine Lernaufgabe. Achtsam sein, diplomatisch sein oder überlegen, was wir sagen, wie wir das sagen, ob wir überhaupt etwas sagen sollen. Und wenn wir spüren, etwas stimmt nicht, da ist so dicke Luft, dann sollen wir auch auf unserem Gefühl achten, warum ist es so? Weil jemand verschweigt vor uns etwas oder laufen irgendeine Gespräche, Intrigen oder Lügen hinter unserem Rücken. Also, das sagt auch unserem Gefühl. Wir spüren das.
durch die Mondkraft. Natürlich, wir spüren das alle, aber ganz stark ist ausgeprägt bei Wiedergeborenen und bei Steinbockgeborenen, weil die zwei Tierkreiszeichen stehen gerade in Spannung. Und ich möchte heute etwas empfehlen. Empfehlen, dass wir besser energetisch damit arbeiten können. Und das sind die Halbedelsteine. Das bedeutet, die Energie kommt eigentlich von uns selbst. Weil wir haben ein Energiefeld, was auch wirkt und schützt uns auch. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren, unserem Denken und Fühlen. Und wir sollen wirklich darauf achten, dass wir immer positiv denken und angstfrei leben. Es gelingt nicht jeden Tag, aber wir können uns bemühen, das zu verbessern. Dadurch ändert sich automatisch die Energiefeld. Und das hat eine Wirkung, weil das hat eine andere Frequenz, hat auch eine andere Farbe und eine andere Anziehungskraft. Und dadurch verbessert sich unsere Lebenssituation, weil es gibt ein Gesetz, was wir aussenden, das ziehen wir auch an. Und das schützt uns natürlich. Aber es gibt viele Hilfsmittel, die harmonisieren Energiefelder oder verbinden Energiefelder. Das sind Farben, das sind Töne, das ist Musik, das ist Rhythmus. Das ist auch die Glauben und Gebet, natürlich die Verbindung zu der kosmischen Energie, die Verbindung zum Gott, die stärkste Energie und das natürlich mit großem Glauben und Liebe. Aber in unserem Leben sind noch viele, viele Hilfsmittel, die Pflanzen, die Kräuter, die Farben, die Töne und auch die Halbedelsteine. Weil die Halbedelsteine können wir aufladen mit Energie, mit Mondenergie, mit Sonnenenergie. Und heute empfehle ich den Mondstein. Und Mondstein hat eine Verbindung zum Mond, wie der Name auch sagt. Eine von den stärksten Heiledelsteinen. Aber wir können auch die Energie verbinden oder stärken. Stärkt die Lebenskraft, besonders bei Frauen. Und hilft dabei, dass wir zu unserer Intuition hören. Oder stärkt unsere Träume, Visionen. Und heute sollen wir intuitiv handeln oder auf unsere Intuition hören, weil es kommt die Nachricht nicht direkt. Und wir können das nicht einordnen, weil wir verlieren die Klarheit, weil niemand sagt uns klar und deutlich, um was geht eigentlich und wir spüren, etwas stimmt da nicht. Also wo bekommen wir die Antwort? Unsere inneren Stimme gibt die Antwort und das zum Stärken, natürlich eignet sich die Mondstein ganz gut dafür. Mondstein sollen wir einmal im Monat entladen mit Hämatit. Das heißt, Mondstein und Hämatit in eine Schüssel geben und über Nacht da liegen lassen und mit Mondkraft, Mondenergie aufladen. Immer die Mondbewegung betrachten, welche Themen vermittelt die Mond. Mond bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen wieder. Natürlich, das ist die Energie, mutig zu sein, Kraft zu zeigen und auch die Energie für Neuanfang. Und gerade der heutige Tag eignet sich dafür, unseren Wünsche in Tat umsetzen, etwas Neues beginnen, aber die Lernaufgabe auch erkennen, was wird hier vor uns verschwiegen. Und zurück zum Mondstein und die Mondbewegung für Neuanfang. Natürlich ist die heutige Mondkraft sehr gut und können wir Mondstein mit dem heutigen Mondeinfluss aufladen. Mond bekommt einen Einfluss von Algenubi und Algenib, Algenib beeinflusst die heutige Mondbewegung. Übersetzt heißt das in die Seite. Also wir sollen heute nicht
unbedingt im Mittelpunkt stehen und versuchen, uns durchsetzen oder beweisen, weil das führt zum Streit. In manchen Situationen führt sogar zum Kündigung oder zum Trennung. Also lieber jetzt mal das so akzeptieren und auf die Seite gehen und die Gespräche meiden. Und diesem Stern Algenib befindet sich im Sternbild Pegasus. Pegasus ist der geflügelte Pferd. Und dazu gibt eine Geschichte. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Cassiopeia finden wir ganz leicht im Himmel, weil das ist die Doppel-W in die Nähe von große Wagen, kleine Wagen oder nennt man auch großen Bär und kleinen Bär. Also das ist dieses Sternbild Cassiopeia. Ein Doppel-W im Himmel. Und diese Cassiopeia ist eine Königin. Und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres und das ist nichts anderes als Neptun. Oder wie die griechische Mythologie beschreibt Poseidon. Poseidon wurde zornig und schickte die Walfisch im Königreich, diese prahlende Königin zu bestrafen. Diese Walfisch gibt auch im Himmel, weil das ist auch ein Sternbild. Und Walfisch machte nicht das, was Poseidon gesagt hat, sondern eigene Entscheidungen hat er getroffen und nahm die Königstochter Andromeda und fesselte im Felsen. Andromeda ist auch ein Sternbild im Himmel. Die gefesselte Königstochter. In die Nähe befand Medusa die Furchterregende und jeder, der Medusa angeschaut hat, hat Angst bekommen und hat sich als Stein verwandelt. Und so passierte auch bei Andromeda, sie wurde zwar nicht als Stein verwandelt, aber gefesselt zum Felsen und hatte Angst gehabt, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fessel. Diesem Schwert kommt auch bei Erzengel Michael vor, die Lichtschwert, das Angst oder die Hindernisse, auch das Böse, die Dämonen zum Trennen. Aber zurück zur Geschichte. Das heißt, Perseus hat Andromeda befreit. Die beiden haben sich auch verliebt, Perseus und Andromeda. Und dann kam der geflügelte Pferd Pegasus. Und das ist auch ein Sternbild im Himmel. Und genau diesem Sternbild, dieser Pegasus, bestrahlt heute die Mondbewegung. Und die beiden Liebenden sind mit diesem Pferd davon geflogen, weil dieses Pferd war ein besonderes Pferd, könnte sogar fliegen, hatte Flügel. Und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung, befreit von allem, was betrügt. Und in erster Linie natürlich von unseren Gefühlen wie Angst, Schuldgefühl, Zweifel. Weil das macht uns immer unbeweglich. Und jetzt schauen wir dann die einzelnen Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen Stiergeborenen. Sie haben die Bedürfnis nach Wahrheit, nach Klarheit, nach Orientierung und nach Wahrheit. Sie werden klare Entscheidungen treffen, ja oder nein. Es gibt zurzeit bei den Stiergeborenen kein Vielleicht mal sehen, sondern sie haben auch die Bedürfnis, dass die Entscheidungen so getroffen werden. Und die Einflüsse sind dafür sehr gut. Also die Stiergeborenen haben diese Unterstützung, trotz dieser Spannung im Luft, aber das trifft nicht direkt die Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben auch
dieses Bedürfnis nach wahrgenommen werden, nach Wahrheit und etwas ins Licht zu bringen und wahrgenommen werden, diese Anerkennung kommt noch nicht. Also die Zwillingsgeborenen sollen noch geduldig sein. Thema Liebe, Partnerschaft ist sehr wichtig bei den Zwillingsgeborenen und sie zweifeln ein bisschen. Und sie haben die Bedürfnis auch nach klaren Entscheidungen, ja oder nein. Aber das wird nicht bestätigt und deswegen fangen die Zwillingsgeborenen an zum Zweifeln. Und weil die Gespräche bringt heute auch nicht weiter, weil die Spannung ist da, was ich auch heute nicht empfehlen möchte, mit jemand ein erklärendes Gespräch zu führen, besonders wenn es um die Liebepartnerschaft geht. Weil das kann heute zu Trennung führen. Man kann sich nicht beherrschen, man führt auch die Spannung, die Nervosität, man sagt vielleicht etwas unüberlegt, was man später bereut ist. Also lieber auf die Seite gehen und die klärenden Gespräche vermeiden. Und die Zwillingsgeborenen sollen das mal so nehmen, wie das ist und geduldig sein, bis die Energie sich ein bisschen verbessert. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Werte, Wertschätzung und die Finanzen, aber bitte keinen Vertrag unterschreiben, was mit Geld zu tun ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Geld verloren geht, ist sehr, sehr hoch. Die Krebsgeborenen haben viel Bewegung in vertrauter Umgebung. Einladungen oder ein Besuch von Verwandten, kleinere Veränderungen, eine kleine Reise und es ist alles möglich, gerade bei den Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen fühlen sich erschöpft, fühlen sich müde und sie brauchen die Ruhe und das würde ich auch empfehlen, gerade bei den Löwengeborenen, gewisser Rückzug. Das Zuhause zu genießen. Und dieses Bedürfnis haben auch die Löwengeborenen gerade, zu Hause gemütlich machen oder etwas verschönern, verändern. Eine oder anderen Löwengeborenen kann auch bedeuten, ein Umzug. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sich unsicher. Auch wenn dieser direkte Einfluss nicht die Jungfraugeborenen trifft, aber diese Nervosität spüren sie auf jeden Fall und versuchen in Kraft zu bleiben. Wo können sie das optimieren? Das ist die Kreativität, entweder ein Hobby, eine kreative Tätigkeit, weil die schöpferische Kraft liegt gerade bei den Jungfraugeborenen. Bei Liebepartnerschaft sollen sie noch geduldig sein, bis das alles in Ordnung kommt, etwas in Bewegung kommt, das nähert sich schon. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen fühlen sich beengt, besonders was die berufliche Situation betrifft. Es ist auch wichtig, klärende Gespräche führen im Arbeitsplatz, was könnte man verbessern oder ein Vorstellungsgespräch. Aber bei dieser Spannung würde ich das eher momentan vermeiden, weil das führt zu einer Kündigung oder klappt es nicht mit diesem Vorstellungsgespräch. Es führt nur zu Missverständnissen. Gespräche vermeiden und neu orientieren, etwas vorbereiten, planen beruflich, was könnte man verbessern. Und die Liebepartnerschaft ist viel leichter, viel, viel angenehmer. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bekommen ihren Rechte, eine rechtliche Lage oder die Gerechtigkeit siegt und das ist ein schönes, beruhigendes Gefühl bei den Skorpiongeborenen. Eine gewisse Unsicherheit ist sichtbar oder spürbar, besonders wenn es um die Gespräche handelt. Und das ist die Überlegung, welche Gespräche laufen hinter dem Rücken oder soll man sagen oder lieber nicht, ist besser zum Schweigen. Die Skorpiongeborenen spüren diese Energie. Und es ist wichtig, dass sie intuitiv handeln. Wenn die innere Stimme sagt, lieber schweigen, dann ist das der beste Ratgeber. Jetzt etwas zu klären und da die Kraft einsetzen, da
kippt die Gleichgewicht bei die Skorpiongeborenen und dann natürlich führt zu Missverständnissen, vielleicht zu Wutausbruch. Also lieber dezent mit den Gesprächen umgehen, eher überlegen, wann ist es angebracht, etwas zu sagen, ist es besser, vielleicht gar nichts zu sagen, jetzt dieses Bedürfnis etwas zu klären, die Spannung ist da, das führt nichts zum Ziel, dann eher die Ruhe bewahren, zurückhaltend zu sein und abwarten, bis ein besserer Zeitpunkt dafür geeignet ist. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben eine bessere Energie, die trifft das nicht direkt. Sie können sogar damit rechnen, dass eine gute Nachricht kommt oder haben mehr Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie sollen auch nach Gefühl handeln, intuitiv handeln, besonders in die Liebe, Partnerschaft, Gefühlen zeigen, auf anderen zuzugehen. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist viel los gerade und ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist oder negativ ist, aber Spannung, eine Hochspannung ist da bei den Steinbock geborenen, aber gleichzeitig auch die Lernaufgabe. Die Lernaufgabe, erstens die innere Unsicherheit überwinden, von Ängsten befreien, Wünsche bewusst wahrnehmen, daran arbeiten, dass sie das auch erreichen, da in diese Richtung die Kraft einsetzen und bewusst sein, dass die Gespräche heute zu Spannung führen, also eher auf die Seite zu gehen und nicht versuchen, andere davon überzeugen, weil die hören gar nicht zu oder sind sie damit gar nicht einverstanden, also lieber die Entscheidung selbst treffen, keine guten Einflüsse von außen. Die Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist etwas leichter und das ist auch ein beruflicher Aufstieg. Einige Wassermann geborenen suchen ihren wahren Berufung. Immerhin hier bewegt sich die absteigende Mondknoten und das erinnert an die alte Karma. Und das ist nicht nur in die Liebe Partnerschaft, sondern auch in Berufung. Man ruft, die Beruf ruft und diese Bedürfnis haben zurzeit die Wassermann-Geborenen. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geboren ist angenehmer als die anderen Tierkreiszeichen. Diese Spannung spüren sie, weil die Fischen-Geborenen sind sehr, sehr feinfühlig. Also sie spüren, dass das irgendwas nicht stimmt. Natürlich kann das auch in die politischen Ereignisse handeln, dass wir spüren eine gewisse Unruhe. Aber wichtig ist bei den Fischengeborenen intuitiv handeln, auf den Gefühlen vertrauen und für anderen da zu sein. Die Fischengeborenen sind gerade gut gebraucht, andere zuhören oder mal Trost geben oder sich einsetzen und mitfühlend sein für anderen, besonders wenn die spüren, dass da Spannung da ist oder Streitigkeiten da sind. Und die Fischengeborenen sollen nicht nur auf ihre Intuition hören, sondern auf ihre Träume, weil das ist sehr intensiv gerade. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen fühlen sich wie gefangen gerade. Die Bedürfnis nach Veränderungen, Umbrüche ist da, aber es geht nichts voran. Aber nicht die Kopf verlieren, keine Angst zu haben, sondern eher nachdenklich sein, auf die Seite zu gehen, Gespräche meiden, überlegen, etwas planen. Diese Zeit kann auch wertvoll sein. Und das war mein heutigen Tageshoroskop und wie immer noch die Blitzberatungen erkläre ich nochmal, was ist es und wie funktioniert es. Es sind E-Mail-Beratungen. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail und beschreiben Ihre Lebenssituation. Sie können das auch ausführlich schreiben und Sie bekommen von mir die Antwort wirklich blitzschnell im selben Tag. Alle spätestens nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.